Yo, 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 Guzo am Start und der Braveheart gibt gleich mal ordentlich ein vor. Ja, gut. Ganz gut mit dem Loot. Ich muss gerade noch mal kurz reinschauen. Golem ist draußen, Wizards hinterher, einwandfrei. So, jetzt die Frage, die... Ich bin ja der Meinung, dass das mit dem Golem und dem Wizard gar nicht so verkehrt ist, aber in der Strategie selber hier nicht viel gebracht hat. Weil du kriegst in dem Bereich, glaube ich, nicht, dass du jetzt da so easy rankommst, dass du selbst die Luftabwehr killen kannst. Aber ich lasse mich gerne eines anderen, eines besseren belehren, würde aber sagen, das klappt nicht. Und wenn, dann hast du zu viel Zeit investiert. Aber wie gesagt, wir sehen's. Na doch, jetzt kommen die Magier rein. Okay. Aber Zeit läuft halt. Muss man auch sagen, Zeit läuft halt. King und Queen sind schon gedroppt. Jetzt kann's losgehen. Ah, okay, sogar ein Lava-Hund in der CB. Interessant, der wird jetzt gleich runtergeholt. Das dauert nicht lange, der ist gleich down. Queen hat schon mal Verfolgung aufgenommen. Das dauert nicht lange. Der macht ja eh nicht wirklich viel. Klar, die beiden Lava-Hunde, die werden hier jetzt gut eingesetzt, sage ich mal. So, Luftabwehr ist gleich down. Und jetzt muss halt das passieren. Es wäre halt geil gewesen, wenn der Golem und die Wizards halt einfach auch die Luftfeger schon geplättet hätten. Von daher wäre es optimal gewesen zu sagen, gut, okay, komm, ich meine, wenn man die Truppen hat, hat man die Truppen halt. Aber die Konstellation war halt, sage ich jetzt mal, wäre halt nur mit Loons halt und dem Lava-Hund natürlich, finde ich, besser gewesen. Aber alles cool. Du hast ja gezeigt, dass es läuft auf jeden Fall. Und wenn jetzt die Loons halten auf jeden Fall, das ist kein Thema. Und dann kann man alles an... Ah, hier, ich sehe schon, die Welpen sind am Start. Alles easy, passt. Geiles Ding. 2,8. Im dunklen Bereich. Dann passt das. Aber ihr habt es ja gesehen. Also wie gesagt, hier haben die Magier halt auch noch gut geklärt, ganz klar. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Golem kostet halt auch ein bisschen was. Ist halt immer so eine Sache. Wir gucken mal, was wir hier noch so reißen können. Oh ja, ja, einwandfrei. Klar, ich sehe hier natürlich wieder einen schönen dunklen Bohrer. Der wird natürlich nichts. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch eigentlich genügend Alex. Ich würde mich jetzt so ein bisschen komplett aufs Gold versteifen. Hier so ein bisschen Spam, aber halt nicht in der Traube, weil ich den Minenwerfer... Na, obwohl ich brauche, ganz ehrlich, ich brauche den Minenwerfer nicht killen. Ich kann hier jetzt schön die großen Minen killen. Dann brauche ich da unten nicht hier Kindergarten machen. Wenn ich das Rathaus eben nicht kriegen würde, würde ich es halt nicht kriegen. Da würde der Loot mir vollkommen ausreichen als Bonus. Hier noch eine schöne Mine. Und dann ist das in Ordnung. Aber ich muss auch sagen, das wäre jetzt auch nicht so ein Raid, den ich posten würde. Also, obwohl ich ja in Anführungsstrichen nur Town Hall 8 bin... Das ist, sind wir ehrlich, das ist Standard. Das ist jetzt nicht so, ich habe halt einen Gegner gefunden, der halt ein bisschen was draußen hatte und fertig. Wenn ich natürlich irgendwo noch eine Mega-Kugel gelandet habe, geil. Aber hier brauchen wir auch nicht weiter probieren. Da können wir aufhören und sagen, gut, okay, das war's. War auch nice, klar, logisch. Ist auch cool, dass es im Video passiert ist. Aber wisst ihr selber, das ist jetzt nichts Besonderes. Machen wir hier noch kurz unsere Truppen voll. Wie sieht's aus mit dem Labor? Ja, dann habe ich bald wieder die Magier eine Stufe höher. Blödsinn, was soll ich denn hier jetzt? Quatsch.
mit Soße. So, Dark Horse haut noch einen raus. Ich mach den mal was schneller. Der ist auch in Ordnung, klar. Fast ein bisschen schade um die Magier in dem Bereich gewesen, würde ich sagen, oder? Weil die konnten jetzt hier nicht so wirklich viel machen, weil sie halt gleich, logischerweise, deathmäßig, wisst ihr selber, halten die Magier nicht so viel aus. Da wäre es besser gewesen, wenn ich weiß, ich habe sowas in der CB, schicke ich lieber noch was Einfacheres vor. Aber, haha, ja, jetzt liegt das ganze Gold noch da. Jetzt muss man gucken, dass man da irgendwie reinkommt. Hier auch noch, hier auch noch. Aber das ist dir gut gelungen, dass da immerhin noch, immerhin passt. So, da bin ich wieder. Da hatte ich doch glatt einen Anruf. So, Dark Horse hatten wir fertig. Dann hauen wir den Rochenbogen raus. Ich bin der Meinung, den habe ich auch schon mal irgendwo. Der Name kommt mir bekannt vor. Auch schon irgendwo gesehen. Wir sehen auch, er hat wirklich gleich danach auch abgebrochen, beziehungsweise war dann halt durch. Also er hat nicht lange gefackelt. Etwas über eine Minute und dann hat er gesagt, gut, okay, komm. Ich bin hier mit der Geschichte durch. Also wusste der garantiert auch, was zu machen ist. Genau, hier im unteren Bereich war halt noch gut was. Hier auch noch. Ah, noch ist nicht viel. Okay, ja, hier, genau. Okay, du hast dir gesagt, gut, okay, komm, ich nehme das Dunkle. Dann vollkommen in Ordnung. Ansonsten hätte ich gesagt, oh, da wäre noch mehr machbar gewesen. Aber passt, einwandfrei. 2,7K Dunkles. Das bringt einen auf jeden Fall wieder weiter. So, Alex am Start. Hier, da, dunkles Alex am Start, würde ich sagen. Um das hätte ich mich mal gekümmert. Swaggy. Weil. Ich meine, ein 10er King, der reißt doch was. Die 8er Queen müsste auch. Es müsste eigentlich passen. Weil du ja doch schon einiges an Truppen hast. Aber das ist einfach ein risky Business, ganz ehrlich. Du hast, in meinen Augen, sage ich jetzt mal, hast du da ganz schön dolle gepokert. Ich wäre einfach von der anderen Seite rangegangen. Guck mal, du sitzt jetzt da. Ja, richtig. So sieht's nämlich aus. Und ganz ehrlich, das ist eine, ich sag mal, der Zustand ist verdient gewesen. Du hättest, ich gehe nochmal auf erneut abspielen. Kleinen Moment. Wie ihr sagt hier, 300 noch was von jedem, einwandfreie Geschichte, ganz klar. Aber warum gehst du von oben rein, wenn du von unten reingehen kannst? Und du siehst selber, die Sammler sind nicht so voll. Die sind es nicht. Aber die Bohrer sind komplett voll, weil die natürlich eine ganz andere Speicherkapazität haben als der Sammler. Von daher wäre ich da nicht reingegangen. Ich hatte jetzt gar nicht so krass aufs Gold geachtet. Da gucken wir auch gleich mal. Müsste ja auch relativ viel gezogen. Hier, guck mal. Das ist nicht so viel. Das sind 150, Alex. Ich hätte mir das untere gezogen, ganz ehrlich. Das ist, und hier, da war ja auch nichts. Also da sind ja nochmal knapp 100 an Gold drinne. Ja. Schön, dass du das Alex gezogen hast. Kann ja auch sein, dass du das mehr brauchst, aber du hättest es eigentlich noch besser anstellen können. So. Nicht ganz eine Mille, aber trotzdem geile Beute, trotz ohne Helden. Oh, Alter, what the fuck, Alter. Und dann solche Truppen. Alter, und dann noch nicht mal die Helden. Alter, ich würde sagen, du hast dich offiziell richtig gefickt gefühlt, weil es halt echt, oh, das müssen wir uns echt geben. Richtig gut gemacht. Hier, das Ding. Aber er hat einfach einen 19er King.
Ich bin, nee, nicht auf zwei. Ich bin so gespannt, ich muss das auf eins sehen. Ich hoffe, er hat nicht auch von 20 Stellen angegriffen. Hier haben wir das erste K. Dann haben wir hier nochmal, da kommen wir auf knapp insgesamt 2K, denke ich, aus den Bohrern. Oh, sehr geil. Oh, richtig cool. Und das mit den Truppen. Nicht mehr weiter. Hier nicht mehr weiter spammen, ganz genau. Wem sage ich das? Ich sehe es jetzt gerade, dass es Manu war. Okay. Also brauche ich, glaube ich, nicht mehr weiter erzählen. Da weiß ich, dass er dann hier in dem Bereich nicht mehr spammt. Ganz klare Geschichte. Kurze Erklärung nochmal dazu. Das werden wirklich 90% der Zuschauer werden es halt wissen. Aber wenn man halt wirklich noch am Anfang ist, denkt man sich so, oh naja, hier, guck mal, hier hat er die Lager und da könnte ich ja vielleicht noch was machen. Klar ist die Sache halt die wirklich, Sammler und Minen sind hier mega interessant. Das Dunkle kann man mit den Truppen einfach nicht bekommen, das dunkle Lager. Und wir haben auch noch was nicht zu vernachlässigen ist. Ein 19er King, der wirklich richtig, richtig ratzelfatzel mit den Truppen macht. Von daher einwandfrei. Aber wie gesagt, es ist Manu. Kann man dann auch ganz klar sagen, dass das logisch ist, dass das läuft. Hier und hier sehen wir garantiert noch das Feld. Und ich würde auch noch sagen, dass es hier im dunklen Bereich auch noch ein bisschen was gibt. Einwandfrei. Schade, die CB ist ein bisschen blöd gelaufen. Klar, das hier geht noch. Okay, einwandfrei. Super. Oh, mega Loot. Mega geiler Loot bei diesen Truppen. Und wirklich, ihr seht es auch. Er hätte noch Spells gehabt ohne Ende. Aber warum? Warum soll man da irgendwelche Spells droppen, wenn es einfach keinen Sinn macht? Richtig geiles Ding. Ganz ehrlich, Manu, ich gucke mir noch mal kurz deine Base an. Aber du musst Town Hall 10 sein, klar? Ja, einwandfrei. Also wirklich, da sieht man wirklich, er hat COC verstanden. Fertig aus, Mickey Mouse. Aber ich habe das schon mal in einem anderen Video gesagt. Einwandfreie Sache. Vielen, vielen Dank dafür, dass du immer wieder so eine Raids raushaust. Und da zeigst du halt eben auch den anderen Abonnenten halt eben immer richtig geile Geschichten. Also wirklich, hätte ich jetzt gesehen, ich sage jetzt mal, von Truppen hätte es natürlich nicht gepasst, aber wärst du ein Town Hall 8er, sage ich jetzt mal, der so angreift, oder andersrum, du hast einen Zweit-Account mit Town Hall 8. So, ich würde dich, ohne weiter nachzufragen, würde ich dich aufnehmen und würde sagen, ey, pass auf, der kann angreifen, der Typ, der hat's auf Tesh und fertig. Ganz klare Geschichte. Also vielen Dank dafür nochmal. Der war richtig geil. Weil es hätte genauso mit den gleichen Truppen anderer Spieler hätte richtig ins Sack hauen können. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da wäre ich mir nicht sicher, ob ich mit den gleichen Truppen diesen Loot geholt hätte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das hätte auch anders gehen können. Hier. Ja, genau. King kommt noch und dann, aber King auch zu früh geraged. Bloß als Info. Ich habe das ja auch immer gemacht und dann wurde mir das eben von den Abonnenten halt gesagt, ey, du raged den King viel zu früh. Ich habe mir gedacht, ach komm, haust den Rage raus, fertig. Nein, immer erst ragen, wenn er wirklich, ja, sehr geil. Oh, sehr geil. Boah, wir kriegen hier echt richtig geilen Loot zu sehen. Nicht lang, ganz ehrlich, stopp, stopp, stopp. In dem Fall nicht lange mit dem Rathaus aufhalten. Wir sehen, okay, er hat da Teslas drum. Die eine ist eine 6er, die andere ist eine 5er. Und das bringt null. Aber ich denke, es wird auch nicht kommen. Der Okin wird das, denke ich mal, nicht machen. So, jetzt gucken wir. Ah, ich würde sagen, hier nicht so. Also,
Dunkles wegziehen, klar. Ah, der hat das auch, der Typ hat das auch total komisch gestellt. In dem Bereich muss man sich natürlich mit Luckys gar keine Sorgen machen. Da kann man vorher die Luftabwehr killen und dann halt mit, wie ihr sagt, wir haben immerhin 25 Luckys, kann man hier ganz easy rüberfliegen und dann alles clearen und fertig. Ich bin super gespannt, was das für ein Ding wird. Auf die Plätze, fertig, los. Okay, du hast halt gesagt, gut, okay, dann von der Seite komplett ran. Mit dem King rein. Und dann muss aber. Nee, nee, nee. Ja, die sind zu weit, aber das war garantiert nicht deine Absicht. Dann von hier, dass die reinlaufen, weil jetzt muss wirklich nach drinne was gehen. Auf jeden Fall. Wir haben nicht mehr viele. Na, das ist zu viel hier gedroppt. Die halten sich am Rathaus aus. Schade. Schade. Aber hier in dem Bereich killt dich natürlich auch keiner. Hier ist nur der Magierturm, hier ist noch der Bogiturm. Aber hier gibt es natürlich dann auch kein Loot. Lager sind leer. Klar, das muss jetzt. Ah, schade, dass du dich so lange. Mit dem Rathaus ist schade gewesen. Aber. Riesen sind noch, gehen jetzt vor, aber da. Ich denke, da läuft nicht mehr viel, oder? Aber doch hier, es ist wirklich alles noch außerhalb der Range. Aber das bringt natürlich hier jetzt auch kein Loot. Müssen wir jetzt auch sagen. Das ist noch nicht, was Loot bringt. Der kommt dann wirklich erst bei den Sammlern wieder. Und die wirst du nicht erreichen. Na doch, ein bisschen. Ja, die Masse war es nicht, aber auf jeden Fall epischer Raid. Definitiv vollkommen klar. Ganz klare Geschichte. Und, echt geiles Ding. Ich hau mal nochmal einen raus. Aber, nee, kleinen Moment. Ich mache hier erstmal wieder. Die Videos können nicht zu krass lang werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Waren wieder richtig geile Schnitten dabei. Ihr haut rein. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dürft ihr das gerne tun. Es kostet nichts. Bis dann.